Willkommen zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und es geht weiter. Im letzten Part haben wir das vergessene Dorf befreit und wir haben einen Anhänger gekriegt, den wir der guten Ilia geben sollen. Und dann wird sie sich vermutlich wieder erinnern können. Mal schauen, ob das so aufgeht. Ich bin mal gespannt, wie wir dann in die Wolken kommen oder ob es dann noch was zu tun gibt. Hier, da ist dein Anhänger. Ah, jetzt geht's los. Jetzt weißt du was, oder? Wir kennen uns, nicht wahr? Ich erinnere mich, es roch nach Gras. Oh, weed, smoke weed every day. Das war vor langer Zeit, wir waren beide noch Kinder. Du warst immer an meiner Seite. Black, du bist es. Eiscreme. Ah, im Wald. Ah, okay. Wir sind also wieder in dieser Anfangsszene. Okay. Aber warum weiß sie, wie man in die Wolken kommt? Das ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Oder wie der Zauberstab, besser gesagt, seine Kraft wieder kriegt. Ah ja, sie hat es mitgekriegt, als sie gefangen genommen wurde, oder? Das hier wollte ich dir vor deiner Abreise geben. Black, ich hoffe, du wirst es mögen. Oh, die Macht. Du hältst die tönerne Flöte. Ilia hatte sie für dich und Star angefertigt. Lege sie auf X-Blada, um Star zu rufen, wenn du im Freien unterwegs bist. Ach so, jetzt brauchen wir nicht mehr diese Grashalmen. Oh, das ist gut. Ja, es geht doch viel leichter, um Epona zu rufen. Super. Du erinnerst dich doch an diesen Stab aus den Wolken, von dem ich dir erzählt habe. Weißt du, es ging dabei eigentlich um einen Herold der Wolken, der einen Stab bei sich hat. Diese Alte, die mir geholfen hat, zu fliehen, hat mir davon erzählt, also schick. In der Heimat dieser Frau wird seit langem etwas aufbewahrt, das der Herold der Wolken braucht, und sie wartet auf sein Erscheinen. Es handelt sich um etwas, das nur dem Herold der Wolken, der einen Stab trägt, ausgehändigt wird. Deshalb konnte die Alte auch ihr Dorf nicht verlassen. Black, hast du denn keine Ahnung, wer dieser Herold der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, sein könnte? Okay, das ist ja obvious. Das sind ja wir, ne? Wir tragen ja den Stab bei uns. Ah ja, und nur als Anmerkung, Ja doch, diese Glocke gehört zu den Items und wir haben die jetzt gekriegt. Und ja, jetzt ist es so, dass diese Sidequest erledigt ist, ne? Also der Brief, was war's noch? Die Halskette selbst und. Sind jetzt weg. So, und ich sehe gerade, unser Ziel ist immer noch dieses Haus. Wie denn? Ich hätte jetzt gesagt, wir sind dieser Herold der Wolken. Ist das so? Ich denke schon. Ich gehe jetzt einfach mal wieder in die vergessene Stadt.
oder vergessenes Dorf, wie auch immer. Ich hoffe, dass wir uns dahin porten können, weil es ging irgendwie nicht. Zum Wolf werden und Wappen. Wappen. Doch. Nee, Sora-Höhle. Vergessenes Dorf ist irgendwo hier oben, genau da. Ja, der klügste Weg ist dann wohl, den da unten auf diese hylianische Steppe zu landen. Ich rufe da aber auch gleich mal Epona. Ich glaube, die ist noch schneller als Wolfling, ne? Testen wir unser neues Item mal aus. Ja, da ist da. So, warte. War nicht eine okkulte Kunst im Dorf? So. In der Stadt, beim Schloss selbst? Ne? Ich glaube schon. Ich gehe mir die noch holen. Und danach, keine Ahnung, gehen wir in dieses Hidden Village. Müsste der Wolf nicht irgendwie hier stehen? Oder erst da drin? Ah ja, da ist er. Wunderbar. Dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt erlernen. Da ist er wieder. Es freut mich, dich hier zu sehen. Es gibt noch wenige okkulte Künste, die ich dir lehren kann. Ich sagte dir bereits, dass einige dieser Künste dich selbst in Gefahr bringen, wenn du sie nicht korrekt ausführst. Willst du eine solche Technik trotzdem erlernen? Ja klar. Also gut. Aber zuvor zeige mir, ob du den Blankenzieher... Ja, okay. Was war nochmal der Blankenzieher? Nee, das war doch... War das nicht... Genau. Das war der Blankenzieher. Was? Riesensprungattacke. Okay. Die normale Sprungattacke hat zwar eine enorme Angriffskraft, aber bei mehreren Gegnern ist sie wenig effektiv. Bereite dich auf eine Sprungattacke vor und lege alle Kraft in dein Schwert. Durch einen größeren Sprung trifft das Schwert alle Gegner um dich herum. Ach so. Das nennt man eine Riesensprungattacke. Okay. Ach so, dann... Okay, also wenn wir gedrückt halten, dann lädt Link sein Schwert auf. Oh, okay, cool. Ja, die Attacke ist richtig geil. Nun gibt es nur noch eine okkulte Kunst, die du lernen musst. Okay. Also noch ein Stein fehlt uns. Und dieser wird vermutlich... Ja, ziemlich am Ende der Reise auf uns warten. Und wir sind doch fast am Ende. Von daher, ja. Die wird uns vermutlich bald über den Weg laufen. So, ja, jetzt ist die Frage, gehen wir
Zur versteckten Stadt oder vergessenes Dorf? Oder müssen wir was anderes machen? Ich denke, als erstes gehen wir mal nach Chic, also zu Chic, und schauen mal, was sie uns dem über den Stab erzählen kann, ne? Wir haben sie jetzt befreit und jetzt könnten wir sie ja theoretisch nochmal brauchen. So, das Pferd ist schon bereit. Super. Dann hoch mit dir, Link. Und los geht's. Oh ja, es geht viel schneller. Nur ein bisschen ungenau. Kann mir nicht in die Wand. So, es war über die Brücke, ne? Nee. Doch. War es über die Brücke? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Ups, da habe ich jemanden. Ja, doch, doch, es war über die Brücke. Und dort hinten auf dem Pfad geht es halt da in so einen Spalt rein. Da ist so eine Höhle. Und los geht's. Hier ist das irgendwo. Müsste gleich kommen. Oder ist es noch ein bisschen weiter? Die Atmosphäre ist geil mit diesem Donnerwetter. Der Gewitter. So, hier war das. Hier rein. Dann kommen wir zur Chic oder Impa. Nee, es ist ja Impa. Nee, oder ist es Chic? Chic ist ja Zelda. Oh, Spoiler! Ja, ich denke, das weiß jeder. Aber ja, ich glaube, das ist Impa. Oh, hier gibt's Katzen. Oh. Wie schön. Das Dorf ist wieder friedlich und jetzt sind die Katzen. Laufen die mir nach? Oh. Oh, ein Katzendorf. Wie niedlich. Ja, ich denke, dass wir hier noch irgendwas nicht gefunden haben. Was auch bisher nicht geht. Und die spielen mit den Beilen. Oh, wie geil. Ach ja, komm. Lieber mit der Reise antreten. Oh, dieser Stab. Ist das etwa der Kopierstab? Bist du etwa der Herold der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kumulana verkehrte, von diesem Stab, diesem einem Stab geschenkt bekam, dem eine seltene Kraft innewohnt. Diesen Stab bezeichnet man als den Kopierstab. Aber nur einem von der Königsfamilie anerkannten Herold der Wolken wurde es gestattet, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument. Bitte nimm es. Du hältst das Kumulana-Dokument. Es ist in der alten Sprache der Kumulana verfasst. Okay, also. Ja, richtig. Jetzt müssen wir natürlich zu Yardon oder wie der heißt und. Lol. Was ist denn mit denen los? Hä? Habe ich irgendwie Fisch bei mir? Okay, die machen mir Angst. Komm, gehen wir besser. Wo liegt das Ganze denn? Schauen wir mal. Ah ja, auf der typischen Position, wo auch die Tante immer liegt. Ja gut, dann, ich weiß nicht, Katzen ist es ja egal, dass ich mich porte, ne? Es geht nämlich jetzt wieder zurück nach Kakariko. Ja, im nächsten Part werden wir dann vermutlich in den Wolken endlich sein. Dauert halt immer ein bisschen, ich weiß.
Kann man aber nicht ändern. Ist halt so. Ja. Genau, wieder zurückverwandeln. Und jetzt zu Jardon oder Jordan. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ist auch egal. Oder Jargon, keine Ahnung. Jedenfalls, ja. Zu dem müssen wir. Der kann ja diese Sprache entziffern. Was ist das denn? Oh, sind das etwa kumulanische Schriftzeichen? Wo hast du das denn her? Ob das vielleicht die Worte sind, die das Siegel lösen? Also gut, versuchen wir es. Keine Reaktion. Vielleicht ist es nicht diese Statue. Danke, Black. Die Worte habe ich mir gemerkt. Ich gebe dir das antike Dokument also erst einmal zurück. Ich denke, ich werde versuchen, den Zauberspruch an anderen Statuen auszuprobieren. Die anderen Statuen habe ich schon so oft besucht. Ich weiß auswendig, wo sie sind. Warte, ich markiere es auf deiner... Ah, nee, kommt jetzt wieder so eine Schnitzeljagd. Habe die Form einer Eule. Du wirst sie also leicht erkennen können. Wir treffen uns dann dort. Warum ist das so unnötig gestreckt? Oh, der Stab funktioniert wieder. Der Kopierstab hat wieder magische Kraft. Mysteriöser Stab, der antike Statuen Leben einhaucht. Ja, okay. In diesem alten Dokument stand also der Zauberspruch, der diesen Stab zum Leben erweckt. Okay. Kann man diese Statue denn jetzt... Nee, kann man nicht. Ja, gut, dann... wo sind die denn auf der Karte? Er sagt, er hat mir die auf... Ah, warte. Hat mir die ganzen Statuen... Da wäre eine, okay. Da wäre eine. Und hier wäre eine. Die hier funktioniert nicht. Ja, dann gehen wir nach unten. Was ist das? Ich weiß es nicht. Es ist immer noch hier in Eldin. Sehr merkwürdig, das Ganze wieder mal. Aber so leicht kommen wir nicht in den Himmel. Eieieiei. Es dauert nur ein bisschen. Na gut, dann gehen wir mal nach unten, denke ich. Hier über die Straße zu diesem Ort. Okay. Ja, eine Statue gibt es hier, die kann uns irgendwie zu den Truhen führen. Die liegt ja bei der Stadt Hyrule. Die würde ich jetzt mal auslassen. Ah, auf der Map sieht man aber die einzelnen Statuen. Und lustigerweise scheint die, die... Ah doch, die vor dem Stadttor, die scheint doch markiert zu sein. Okay. Ja, dann ist alles okay. Schleim, okay. So, die nächste Statue ist die hier unter dem Felsen. Was sollt ihr denn? Na gut, dann... Gib mal eine Bombe her. Nee, okay. Hä, wo soll diese... What the fuck, wo ist denn diese Statue? Da oben?
Ach so, hier in der Straße oder wie? Scheint so, okay. Hier? Hä? Ah, tatsächlich, da unten ist eine. Ah, okay. Komm, auf der Overworld können wir uns ja schnell zum Wolf machen. Das ist hier, an diesem Ort. Und da gibt es eine Truhe. Da bin ich aber jetzt gespannt. Ja, ich ziehe den Part wieder etwas länger. Okay. Was ist das jetzt? Du entdeckst ein kumulanisches Zeichen. Damit kannst du einen Teil des Kumulaner Dokuments lesen. Aber anscheinend enthält das Dokument immer noch Lücken. Oh nee, müssen wir... Oh. Die Statue muss hier hin. Müssen wir jetzt wirklich zu jeder einzelnen Statue rennen? Wenn dem so ist... Ah ja, richtig. Die ist jetzt verschwunden, ne? Dieses Zeichen haben wir. Okay, das heißt, wir müssen durch die... Oh, das ist ein bisschen komplizierter als gedacht. Warte mal. Es muss jetzt dorthin. So. Dann kann ich da auf. Und ich komme zur Truhe. Bin mal gespannt, was da drin ist. Ja, Freunde, im nächsten Part suchen wir denn alle diese Eulenstatuen. Okay, nur ein hellenisches Zeichen. Wir suchen diese Statuen auf. Wir haben insgesamt wie viele? Eigentlich ja mehr als gedacht, ne? Oder gibt es die nur in Eldin? Ne, gibt es überall. Also wir werden durch ganz Hyrule reisen müssen. Nein. Im Wald von Fyron gibt es auch einen. Ah, nee. Und in der Wüste ebenfalls. Ja, wir kommen da nicht vorbei. Es muss gemacht werden. Im nächsten Part gibt es dann diese Eulenjagd. Bis dann und tschüss.